Freunde, eine interessante Woche liegt hinter uns und wir sehen einige Dinge etwas klarer. Aktuell komme ich nicht daran vorbei, das Thema Masern aufzugreifen. Hand in Hand mit den Mainstream-Medien wird von höchster Stelle Politik exekutiert. Und das schaut so aus. Die CDU beendet zusammen mit der CSU zunächst die Affäre Masern. Die mediale Talkrunde am Sonntagabend nimmt das Thema wieder auf, aber mit einer ganz anderen Forderung, die lautet, Masern soll weg, um einen geeigneten Nachfolger zu finden, um den politischen Gegner zu diffamieren und verfassungsschutzrechtlich beobachten und dann eventuell verbieten zu lassen, um keine 10 Stunden später sichert sein Rauswurf durch. Die Lügenkanzlerin ist der Auffassung, der Behördenleiter sei nicht mehr tragbar, weil er sich in die Tagespolitik einmischt. Weil zu jedem Bericht, der über Chemnitz oder Gelsenkirchen kommt, Nazis, Hitlergrüße, rechtsextreme Bürgerbewegungen, Rassisten und Fremdenfeinde zusammen mit der AfD in einen Sack gestopft werden, der jetzt dem Verfassungsschutz übergeben werden soll. Leute, das gab es alles schon einmal. Demokratische Werte und das Grundgesetz werden immens beschmutzt. Und schade, dass der AfD-Bundesvorstand auch hier unnötig über das Stöckchen springt und parteiinterne Sonderermittlungen durchführen will, also Bespitzelung der Landes- oder Kreisverbände durch eigenes Personal. Auch das gab es schon mal. Und Pegida lehnt solche schmutzigen Praktiken ausdrücklich und mit Nachdruck ab. Merkel dagegen macht sich innerlich schief, denn diese Debatte lehnt von ihrem eigenen Versagen ab und verhindert, dass Wähler wegen der Kriminalisierung und Dämonisierung der Randparteien aus der Mitte abwandern. Wie geschickt das gemacht wird, sehen wir momentan in Bayern. Die AfD, die nur die nationalkonservativen Gedanken der CSU aufgegriffen hat, wird nazifiziert und verfassungsschutzrechtlich in Frage gestellt. Aber welcher Wähler weiß denn heute noch, dass die CSU selber nach dem Krieg weitgehend aus der Bayerischen Volkspartei herausgekommen ist, zu deren Mitgliedern von 1919 bis 1923 auch Heinrich Himmler gehörte? Und speziell an die Bayern, die hoffentlich in großer Zahl heute zuschauen. Wer weiß denn heute noch, dass der dienstälteste Ministerpräsident, das war Alfons Goppel von 62 bis 78, ehemals Mitglied bei der NSDAP war. Und auch Franz Josef Strauß war Mitglied im Nationalsozialistischen Studentenbund. Nationalkonservative Werte und eine Politik für Land und Leute haben die Bayern-CSU einmal unangefochten auf den Sockel gestellt. Aber diese Werte wurden unter Drehhofer verkauft und der Sockel gebröckelt. Und der Söder ist ja auch nur ein Sprichbeutel. Er war gegen den Mindestlohn, gegen den Kündigungsschutz und er forderte schon 2007 für 2020 den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Der Söder ist also ein Grüner. Da wundert es einen doch nicht, dass er im Notfall mit den Grünen als Koalitionspartner arbeiten will. Viel Spaß dann beim Abschieben. Beide hätten dem Kollegen Stoiber besser zuhören sollen, denn der hat 1988 schon vor einer, Zitat, durchmischten und durchrasten Gesellschaft gewarnt. Aber in 4 Wochen ist der Kas gegessen, so wie man das in Bayern sagt. Und es ist heute schon klar und sicher, dass die CSU ihr schlechtestes Wahlergebnis aller Zeiten einfährt. Und das ist ganz sicher auch mit Folgen im Bund verbunden.
Politik zerstört die letzten konservativen Bastionen. Es gibt aber tatsächlich noch Menschen in Bayern, die meinen ernsthaft, dass die Grenzen dicht sind. Ja, im Bayerischen Rundfunk hört man es ja alle halbe Stunde. Die Wartezeiten bei der Einreise in Kufstein, Freilassing oder Kiefersfelden. Von Schwangau, Mittenwald, Burghausen, Braunau oder den restlichen 80 Grenzübergängen hört man halt nichts. Und dort wird sporadisch von mehreren mobilen zweiköpfigen Einsatzteams auf der 815,9 Kilometer langen Außengrenze Streife gefahren. Die Grenzen sind nach wie vor offen. Für alle und für jeden. Und das auch in Bayern und auch in Dehofer und Söder dem Wahlvolk was anderes einreden will. Und jeder kann hinfahren und kann es sich selber anschauen. Woher sollen denn die mittlerweile 127.525 neu gestellten Asylanträge herkommen? Mit dem Flieger oder mit dem Schiff kommen die wenigsten. Es ist die Binnenmigration, die das Schleusertum und die Kriminalität weiter anheizt. Und es ist die Unfähigkeit unserer Regierung zu handeln. Vor 4 Wochen habe ich schon darüber geredet. Und übernächste Woche ist die Kompakt-Grenzschutzkonferenz in München. Für die bayerischen Wähler wurde ein Volksbegehren ins Land gerufen und da kann jetzt jeder mithelfen, der in Bayern wohnt oder jemanden von dort kennt. Pegida unterstützt dieses Projekt, das später auch auf andere Bundesländer mit kritischen Außengrenzen ausgeweitet werden kann. Geht bei Google Volksbegehren Grenzschutz ein und gleich als erstes zeigt es unsere Seite an. Jeder bayerische Wähler kann, und ich sage, muss dort mitmachen, denn nur mit geschlossenen Grenzen kann kontrollierte Einreise erfolgen. Und Freunde, es ist ja nicht so, dass wir niemanden hereinlassen wollen, wir wollen nur nicht jeden reinlassen. Das Unterschriftenformular kann ausgedruckt werden, eine Ausfüllhilfe ist auf der Homepage mit dabei und viele weitere Informationen dazu. Und ihr als Bürger hier in Bayern könnt tätig werden und viele können viel bewegen und Druck ausüben. Denkt an den Moscheebau, der in Kaufbeuren verhindert wurde. Der Initiator Werner Göbel ist übrigens auch bei dieser Initiative dabei. Das Volksbegehren Grenzschutz ist erfolgreich gestartet und ihr könnt dabei mithelfen, dies zu verbreiten. Geht es an den Stammtischen weiter, geht es im Freundeskreis weiter, in den Sportvereinen. Also, es ist besser, 5 Minuten lang in sichere Grenzen zu investieren, als ein Leben lang unter unkontrollierter Zuwanderung zu leiden. Macht mit, ihr Bayern! Zwischen 14 und 20 Uhr zum Stadthaus kommen, wo Michael Stürzenberger eine Unterschriftenaktion organisiert hat. So, und der jetzt von mir so animiert wurde und nicht in Bayern wohnt, aber trotzdem einen Beitrag zum Grenzschutz Volksbegehren leisten will, kann diese Aktion, egal wo ihr wohnt, als Mitglied unterstützen. Auch das findet ihr auf der Internetseite www.volksbegehren-grenzschutz.de. Und jedes Mitglied erhält übrigens das monatlich erscheinende Kompakt-Magazin. Und Sigi, ich leihe mir für heute deinen dazu passenden Satz aus. Jeder macht das, was er kann, dort, wo er ist, mit dem, was er hat. Danke, Patrioten!